Der Schweizer Sänger Patrick Nuo stürmte 2003 mit seinem Song Five Days die Charts. Vor seinem Durchbruch als Solokünstler arbeitete er als Backgroundsänger für verschiedene Musiker. Er veröffentlichte zwischen 2003 und 2007 drei Studioalben. Neben seiner Musikkarriere versuchte sich Patrick Nuo auch als Schauspieler. Er stand für verschiedene Filme und Serien vor der Kamera, darunter Lotta in Love und Das Traumhotel Brasilien. In der 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar saß der Schweizer zusammen mit Pop-Titan Dieter Bohlen und Fernanda Brandao in der Jury. Außerdem nahm Patrick Nuo an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil. Dazu zählen der VIP-Bus Promis auf Pauschalreise und Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hier belegte er den 5. Platz. Der gut aussehende Schweizer ließ vor allem in den frühen 2000ern die Frauenherzen höher schlagen. Von 2005 bis 2011 war er mit Schauspielerin Molly Schade verheiratet. Heute lebt und arbeitet der Sänger in Los Angeles. Aus der Öffentlichkeit hat er sich aktuell zurückgezogen.